Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir weiter Genshin Impact und ich habe ein paar neue Charaktere gezogen und meine Ausrüstung und alles so, meine Waffen ein bisschen verbessert. Ein lieber Zuschauer hat mir geholfen, ich weiß leider nicht, wie man gerade seinen Namen ausspricht. Ich schreibe es einfach mal hier rein und ich habe zum einen Noel gezogen, dann habe ich Chunyan und Xiangling gezogen. Ich habe die erstmal so ausgerüstet, ich weiß noch nicht, wie gut die sind. Ich habe ein bisschen so gespielt, um ein bisschen Urgestein zu sammeln und ein paar Truhen und mein Abenteuerlevel zu erhöhen. Ich habe dann gestern noch ein bisschen hier in der Welt mich erkundet, ein bisschen was eingesammelt, damit ich halt so schnell wie es geht Abenteuerstufe 16 werde. Ich habe, glaube noch etwas eingesammelt, das kann ich nämlich hier einlösen. Das sind glaube so Anemo, Aaron, ich weiß nicht wie die heißen, Statue anbieten. Das hier, aktuell vorhanden 5, die habe ich gestern noch eingesammelt. Ich hatte die nur bei Regen gefunden, es kann sein, dass man die immer findet, aber naja, wir machen einfach Darbring. So, wir haben jetzt die Statue angebetet mit allen, die ich hatte. Jetzt sind wir Stufe 4. So, jetzt kann ich mir hier diese Belohnung einsammeln. Und jetzt weiß ich endlich, für was man diese Urgesteine benötigt. Und guckt euch mal, sie ist so süß mit dem Bären. Der Bär ist richtig stark. Habe ich auch schon gestern getestet. Naja, es ist auf jeden Fall... Das habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ich wollte gucken, ob ich hier noch Missionen, tägliche Missionen... Wir machen die erstmal, damit ich halt diese Belohnungen hier bekomme. Und so schnell wie es geht auf Stufe 16. Genau, auf jeden Fall danke, dass du mir gestern geholfen hattest. Ich hatte sehr viele Probleme gehabt. Und auch, dass man hier Gebete einlösen kann und dann neue Charaktere ziehen und sowas. Das war schon sehr cool, dass ich jetzt ein bisschen stärker bin. Und dass ich mich jetzt auch ein bisschen mehr auskenne. Wir haben, glaube ich, so 2 Stunden gequatscht. Und es war sehr viel, was ich mir merken musste. Aber ich denke mal, das Wichtigste habe ich mir gemerkt. Mit ihr, weil hier kann ich E drücken. Dann bin ich geschützt. Und dann mache ich einfach das hier. Es lohnt sich halt am meisten für mich. Und kann ich hier nochmal Q drücken? Q drücken. Und es ist halt sehr stark. Aua, jetzt wurde ich aber getroffen. Okay, ich habe sehr viel. Habt jetzt den Gegner besiegt. Ich besiege erstmal hier die Gegner, bevor ich dann weiter diese Tunnel da mache. Ich zeige euch dann auch nochmal die anderen Charaktere. Die sind an sich auch ganz gut. So, machen wir E. Machen wir ihn. Okay, er hat auch so eine Waffe. Aber er hat eine ganz coole Attacke, wenn ich hier mache. Okay, das hat sich nicht groß gelohnt. Am besten ist halt Amber für ihn hier. Kann ich halt anschießen. Oder Xiangling. Und zwar sie hier. Sie kann nämlich den hier machen. Und der fackelt halt die Gegner ab. Das ist halt sehr gut. Da brennt nämlich dann sein Schild. Und sie ist halt ziemlich schnell. Und hier guckt euch ihre Spezialfähigkeit an. Was so cool, außer dass ich 1000 Mal getroffen werde. Also die ist schon sehr cool. Ich greife immer so an jetzt, weil bringt mir halt am meisten. Und sie heilt sich von selber. Das ist auch ganz cool, weil ich so viel Schaden immer nehme bei jedem. Eine Mission haben wir dann schon erledigt. Dann gehen wir direkt zur nächsten. Und zwar ein kleiner Schritt für ein Hilly-Shore. Ich möchte halt so schnell wie es geht auf Stufe 16 kommen, damit ich dann das schaffen tue. Wir gehen wieder zu Noel. Und dann wechseln wir zu ihr hier. Machen E. Und das Schild behält man, wenn man wechselt. So, Mission abgeschlossen. Dann gehen wir zur nächsten. Ich bin schon Abenteuerstufe 14 übrigens. Also nicht mehr lange, dann habe ich die 16 geschafft. Wir gehen, hier ist nämlich noch eine. Dick und klebrig heißt die. So, ich muss hier alle Schleime besiegen. Eigentlich ist es mit Amber am besten. Wir schießen dich nochmal an. Also das sind sehr einfache Aufgaben. Wo sind die Schleime denn hier? Hier sind noch welche. Und ich klaue mal dein Gemüse und dein Rettich. Oh, jetzt habe ich nicht mal das Schild. Mensch, der greift einmal an und dann springt er weg. Hey, du gehst einfach durch die Wand, ist das nicht unfair? Hier oben ist noch einer. Komm her, wir besiegen dich auch noch. Okay, sprich mit ihm hier. Vielen, vielen Dank, Cookie, denn ich wollte eigentlich nach den Weinstöcken sehen, aber ja. Ich soll noch zu der fragwürdigen Stelle gehen. Die ist hier hinten. Was genau ist denn das hier? Ach, mit Wind muss ich das machen. Ah, ich verstehe. So, ich muss das hier mit Wind zerstören. Okay, also ich habe jetzt nur eine gewisse Zeit. 3 Minuten habe ich Zeit. Aber es sollte schnell gehen. Okay, wenn die hier nicht alle auf mich zurennen würden, dann wechseln wir hier einfach, nehmen ihn hier. Ich hoffe, das funktioniert auch im Wasser. Ja, funktioniert. So, haben wir geschafft. Nur noch, oh, nur noch die hier hinten. Okay, aber die sind eigentlich nicht schwer. Ich nehme einfach hier ihren Feuerring. Der besiegt doch alle. Oh, wir haben es geschafft. Das war der letzte Schleim. Gut, dann lass zurückgehen.
Ich bin nochmal eingefroren. Ich wechsle mich aber mal wieder aus, weil ich mag tatsächlich den hier. Ich mag irgendwie jetzt ihn hier. Er ist halt ganz gut geworden. Also ihn mag ich halt mehr zu kämpfen. Obwohl der auch so ein Langschwert hat, deswegen ist das auch so. Da muss ich mal gucken, dass ich noch ein anderes Ding kriege. Aber seine Spezialattacke ist halt cool. Sie macht halt das hier und trifft halt alle in dem Umkreis. Und das mag ich halt schon sehr. So, jetzt habe ich nur noch eine Aufgabe. Und zwar befindet diese sich hier oben. Hier ist noch was? Eine Aufgabe. Achso, ich muss bestimmt den hier besiegen, oder? Komm, dann machen wir das hier noch. Also kann ich euch ihn hier zeigen. Ja, ist halt schon so ganz cool. Aua. Und halt das hier. Das ist halt auch ziemlich stark. Okay, es brennt hier überall. Aber mein Eisdings kann das schon ein bisschen wegmachen. So, er ist jetzt besiegt. Gut, haben wir das geschafft. So, jetzt muss ich nur noch hier hinter. Oh, ich bin auch fast tot, das habe ich gar nicht gesehen. Naja, machen wir dann, wenn wir wieder an der Statue sind. Und hier diese Gegner, die weiß ich nicht, was die machen, aber irgendwie kriegen die von selbst Schaden. So, bitte, greif ihn an, damit sein Schild schmilzt. Aua, okay. Irgendwas schießt mich da hinten ab. So, du hier, du greifst mich an. Aber du bist auch ganz schnell erledigt. Mission abgeschlossen. Jetzt müsste ich alle Missionen geschafft haben. Dann kann ich nochmal zur Abenteuergilde gehen und mit ihr reden. Das machen wir auch mal direkt. Entschuldige bitte, dass ich dich wieder habe kommen lassen. Mach doch nichts. Bisher gab es ja immer was Tolles. Das beruhigt mich aber. Ich werde mich kurz halten. Wir möchten dir dafür danken, dass die Mission für die Abenteuergilde... Okay. Sollen wir Werbung für die Gilde machen? Nein. Damit lasse ich ja... Okay. Ich möchte dich fragen, ob deine Freunde uns vielleicht aushelfen können. Da muss ich mal mit ihnen reden. Prima, danke. Erkundungen? Wir achten immer darauf, was uns die Stadt herum vor sich geht. Falls wir erfahren, dass irgendwo eine Gefahr lauert oder es an einer Ruine tummelt, gibt es Alarm. Okay, ich lese das jetzt nicht erst vor. Meine Freunde werden das sicher verstehen. Also wir müssen wahrscheinlich erkunden. Ah, hier kann ich jetzt Erkundungen machen und die da hinschicken wahrscheinlich. Für 20 Stunden. Figur wählen. Komm, machen wir das einfach mal. Wir nehmen Sacharose, den habe ich auch freigeschaltet. Und hier wählen wir auch nochmal eine Figur und nehmen Ningyuan, wie auch immer man das ausspricht. Die habe ich auch gestern gezogen. Okay, also sie sammeln halt was für mich. Aber ich wollte eigentlich Belohnung für tägliche Missionen abholen. Okay, ich wollte aber erhalten 20 Ohrgestein nochmal. So, aber ich möchte jetzt hier mit dir nochmal reden. Belohnungen für die Abenteuerstufe abholen. Da habe ich schon wieder 2. Und hier habe ich Verbrechliches Harz. Was macht das? So, wir müssen auf jeden Fall jetzt irgendwie weiter leveln. Bis Abenteuerstufe 16. Damit ich halt hier weiterkomme. Hier hinten ist noch eine Truhe. Die können wir auch direkt machen. Sind wir drüber? Ich glaube ja. Und los. Mit dem Schutzschild, das ist so unfair für die Gegner. Aber naja, sind wir halt stärker. Wir sind nur Stufe 18. Davor hätte ich Angst gehabt, gegen Stufe 18 zu kämpfen. Aber jetzt ist das so einfach. Haben wir auch nämlich schon direkt geschafft. So, die da schlafen. Oder auch nicht mehr. Sonst ist hier keine Truhe mehr. Also ich muss auf jeden Fall noch leveln. Ich glaube, wir sehen uns dann spätestens wieder, wenn ich Level 16 bin. Weil sonst wird das wahrscheinlich für euch zu langweilig. Die Truhe holen wir jetzt hier noch. Oh Mist, das komme ich da nicht mehr dran. So, haben wir eingefroren. Gut. Da hinten ist nämlich auch noch eine Truhe. Komme ich dahinter? Also am besten ist immer zu gleiten und nicht zu schwimmen, weil man sonst viel mehr Energie verbraucht. Aber das Gleiten dauert halt schon ziemlich lange. Man ist halt ziemlich langsam. Und das sollte man eigentlich schaffen. Und da haben wir es nämlich auch schon geschafft. Und holen uns jetzt hier nur noch die Truhe ab. Oh, es war eine Falle. Na toll. Ist nur noch dicht Gegner hier. Haben wir geschafft. Oh, Truhe abholen. Belohnungen. Und ansonsten, ja, teleportiere ich mich zurück in Mondstadt rein und dann würde ich mich auch schon verabschieden. Wir haben zwar nur ein paar Missionen gemacht. Ich habe euch meine Charaktere ein bisschen vorgestellt, die ich neu habe. Vielen Dank dafür von ihm, den Namen, ich weiß nicht, wie man dich ausspricht, tut mir leid. Es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, dass ich jetzt neue Charaktere habe, mehr Motivation bekommen, weil sonst hätte ich immer noch mit denselben weitergespielt. Auf jeden Fall würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Daumen nach oben da und aktiviert die Glocke und drückt erst auf den Abo-Button, um kein weiteres Video zu verpassen. Dann bedanke ich mich und bis zum nächsten Mal.